Der gute alte Kapitän Schlachtschiff Bismarck hat mal wieder für uns ein Replay vorbereitet und ich glaube, Kenner dieses Kanals wissen, wenn Schlachtschiff Bismarck etwas schickt, dann hat er da auch eine Kompetenz. Hier ist er mit seinem tierneuen Schlachtschiff Iowa unterwegs, ist hier in einem 10er-Gefecht, also von dem her könnte es leichter haben, aber ich bin mir recht sicher, dass er da absolut wieder performen wird. So, und hier haben wir schon die ersten Gegner. Noch ist alles etwas beschleunigt. Ich mache gleich dann wieder langsamer. Jetzt konzentriert er sich erstmal auf die Fletcher. Doch nicht jetzt die Miyoko. Fletcher guckt jetzt hier rum und setzt die ersten 9 Schuss Richtung Fletcher und macht hier mal 10.000 Schaden. Also die Fletcher, die hat mal richtig darunter gelitten. Die Zao müsste sie eigentlich wegmachen. Dann hätten sie da schon mal deutlich leichter. Er setzt auch hier die Marker drauf, dass man darauf gehen soll und natürlich zerstört. So muss das sein. Direkt erstmal den ersten Zerstörer raus. Und er geht gleich auf den nächsten. Er will auch gleich die Benson da so ein bisschen loshaben. Aber die Schüsse gingen leider ins Wasser, weil die Benson da auch wieder abgedreht ist. Die Torpedos, da sind viele im Wasser, aber Gott sei Dank alle weit genug weg. Und jetzt dreht die Izumo gerade sehr, sehr schön rein. Also es kann jetzt sein, dass die Izumo gleich mal aber einen satten Hit bekommt. Jetzt passen wir mal auf. Noch ein bisschen schräger könnte sie sich vorstellen. Aber schon tendenziell gar nicht schlecht. Schüsse sind unterwegs. Die Zau da vorne von ihm ist sehr weit vorne am Gegner. So, die Schüsse kommen runter. Und eine Zitadelle, 23.700 Schaden. Nice one, sag ich da nur. Sehr schöner Hit. So, die Tirpitz dahinter. Die ist in der Fahrt recht langsam unterwegs. Und er, glaube ich, probiert es nochmal mit der Izumo. Weil die fährt einfach für ihn aktuell am besten. Bisschen nachjustieren und jetzt sind die Schüsse wieder unterwegs. Schüsse sind hier gut und lange in der Luft. Kommen jetzt runter, allerdings hat die Izumo hier recht langsame Fahrt. Und da gibt es den Abpraller, kein Damage. Mal schauen, was so die nächste Welle macht. Hier guckt er sich jetzt sein Schiff nochmal in Ruhe an. 4 Treffer, aber keine Zitadelle. Die sind alle vom Fahrtweg gerade nicht so schön, aber die Miyoko könnte jetzt gut treffbar sein. Ist natürlich eine sehr weite Distanz. Das muss man sagen, wie es ist. Über 18 Kilometer. Ich weiß nicht, warum man so ein Schiff immer anschaut. Ich will doch sehen, was du triffst, mein Freund. Machen wir es halt so. Gehen wir mal in die manuelle Sicht. Und ja, leider nur 2 Treffer. Da könnte mehr gehen. Da muss mehr gehen. Aber wie gesagt, auf die Distanz ist auch natürlich schon sehr weit. Was sehr angenehm ist, wir haben 15 Kilometer und eine Flugzeit von lediglich 8,5 Sekunden. Also die Schüsse kommen schnell an. Und da ist er jetzt. 4 Zieltreffer, keine Zitadelle, aber zumindest mal die Punktverteidigung. Und wir sehen doch, gelitten hat sie schon auch sehr ordentlich unter den Treffern. Und die Tirpitz, die fährt sensationell gerade für ihn. Also da sehe ich jetzt schon 1, 2 Zieltreffer gleich mal fliegen. Schüsse sind raus. Schüsse kommen an. Ah, 3.500 Schaden, auch weil die Tirpitz da jetzt mittlerweile reindreht. Hier jetzt viel in der Luft an gegnerischen Flugzeugen. Da muss seine Flak jetzt ordentlich mal arbeiten.
Da ist der erste Brand schon am Start. Aber er konzentriert sich jetzt erstmal auf den Miyoko. Torpedos auch im Wasser. Oh, die kommen sehr, sehr gut, die Torpedos. Nochmal ein abgeschossen. 5 Zieltreffer, 15.000 Schaden. Aber da treffen 2 Torpedos definitiv. Erster, zweiter. Jetzt hat er gelöscht und heilt sich auch sofort. Hat jetzt hier 6 Flugzeuge runtergeschossen. Aber das war natürlich jetzt eine Action, die hat ihm schon ordentlich was an Hitpoints geraubt. Jetzt fährt er auch zu Izumo sehr breitseitig. Also da muss er aufpassen, dass er nicht hier einen dicken Hit bekommt. Kann natürlich schnell passieren. Schüsse sind raus. Aber nein, 2 Zieltreffer an der Izumo. Not bad. Und er hat sich jetzt hier noch gut gerade sozusagen manövriert. Dafür, dass eben er hier die Schüsse nicht so bekommt wie die Izumo. Und jetzt kommt der Kartenrand. Da die nächsten 3 Granaten auf dem Weg. Eine. Aber nicht wirklich der Schaden, den er braucht. Der braucht jetzt noch den Damage. Die Izumo konzentriert sich jetzt komplett auf ihn. Und hier der Kartenrand, der macht es natürlich jetzt nicht besser. Aber er will erstmal hier die Izumo sich packen, bevor er da jetzt großartig weiter was macht. Aber Izumo ist jetzt zerstört. Jetzt kann er wieder dementsprechend hier sich aus der Misere rausmanövrieren. Und da dürfte er keinen Gegner gesehen haben. Da ist er entweder mit der Maus abgerutscht oder dachte sich, da muss ich mal hinschießen. Da hinten die Miyoko, 20 Kilometer, 19,1. Aber bis die Schüsse ankommen, da dauert es natürlich auch noch. 13 Sekunden. Er macht hier eine Salve. Und jetzt können wir wieder ein bisschen spulen. So. Und was macht jetzt da die Zao? Was machen da seine Hits? Nix leider. Gegner ist aktuell auch noch vorne mit den Tickets und auch den Caps. Haben zwar schon mehrere Schiffe verloren, 2 an der Zahl allerdings. Durch die besseren Ticketsverhältnisse ist der Gegner da noch im Vorteil. Außer der Zao jetzt kein Ziel. Doch, da die Lexington, aber 26 Kilometer weg. Keine Chance, die zu beschießen. Auch wenn wir hier eine gute Reichweite haben, aber auch die hat halt irgendwo ein Ende. Ja, da muss er dementsprechend schon weit vorhalten. Aber jetzt kommt er auch bald sogar schon auf dem Flugzeugträger drauf. Die Lexington ist nicht mehr weit weg. Und jetzt Schüsse raus. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Lexington, glaube ich, erwartet hier keine Treffer. Und die ist langsam unterwegs. Das könnte sich jetzt für die Lexington aber mal sowas von lohnen, in Anführungszeichen. Aber no hit. Da trifft er gar nichts. Ja, schade, schade. Aber die Lexington bewegt jetzt auch gerade deutlich. Und er bekommt jetzt hier von der Zao. So, jetzt will er aber definitiv die Lexington haben. Er könnte hier zwar auf die Miyoko gehen, aber er pingt die Miyoko an und sagt, nee, macht's dir mal ruhig. Schüsse sind jetzt wieder raus, weil die Lexington ist natürlich hier sehr gefürchtet in dem Tierbereich und natürlich auch die Flugzeuge
Die will man einfach irgendwann mal raushaben. Ja, eine Zitadelle, 7 Hits, 41.000 Schaden. Das hat mal der Lexington definitiv was an Hitpoints gekostet. So, und auch jetzt brennt sie, also die sollte eigentlich da nicht mehr lange das Zeit... Und was hat er da jetzt weggemacht? Ah, der hat jetzt die Zau weggemacht mit dem Hit. Mein Gott, du gehst nicht drauf. Nein, aber auch mit einer Zitadelle. Also, heute muss ich sagen, von seiner Kameraposition, Schlachtschiff Bismarck, da müssen wir noch ein bisschen reden. Da die nächsten Flugzeuge wieder und da jetzt die Iowa, die ihm jetzt noch hier zur Seite kommt. Ihr seht aber in der Endauswertung ja eh, was an Schaden gemacht hat. So. Und jetzt schau mal auf die Iowa. Wieder brutaler Hits. Also auch hier wieder ein dicker Treffer. Nicht schlecht, Herr Specht. Auch die Zau, also der Fritz Alter, schreibt schon, good job. Da weiß er natürlich auch, okay, das hat er schon solide gemacht. Wieder die nächsten Torpedos hier im Wasser. Und auf die Iowa, wir schauen, dass wir es beides in Kombination sind. Zieltreffer, wieder dicken Treffer, aber auch hier kommen jetzt die Torpedos rein. Er muss sofort reparieren, dass er hier nicht direkt sinkt. Die Tickets natürlich ganz klar sehr auf der Seite des Teams. Die Caps haben sie, die Schlachtschiffe haben sie beschossen. Also mittlerweile ist es sehr, sehr klar, wie es hier ausgeht. Und die Iowa, auch da die nächsten. Shukaku am Ende des Horizonts schon fast. So, das Schiff ist auch weg. Und jetzt schauen wir mal, Shukaku weit weg, er kommt da nicht drauf. Schaut fast so aus, als ob es durch Tickets gewonnen wird. Wieder die nächsten Flugzeuge. Ja, also auf jeden Fall kriegt er nichts mehr davon weg. Also war eine geile Runde. Er hat 220.000 Schaden gemacht. War sensationell und ist auf wirklich wichtige Gegner. Hat mir sehr gut gefallen, bis auf die Kameraführung ab und an. Aber da können wir noch dran arbeiten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.